guten Tag. Ich habe ein bisschen Zeit und dachte, ich zeige euch meine Hittepants, die ich ja habe. Und somit fangen wir auch an. Heute auf den Lippen trage ich den Mary Kay Lipgloss in der Farbe. So sieht die Farbe aus. Wunderschön. Ich finde, der hält auch. Und der beste Test ist eigentlich, wenn man viel redet. Das habe ich letztes Mal bei meinen Blushes, glaube ich, gemerkt. Oder bei dem Make-up. Da hatte ich so einen hässlichen Rand. Das mag ich ja überhaupt nicht. Auch wenn man Zähne putzt, das muss nicht unbedingt sein. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal meine Hittepants. Wer ist Mogel für mich? Und fast. Ich zeige euch ein Produkt, wo ich das Hittepen nicht selber erreicht habe. Und zwar ist es das Too Faced Prime and Poreless. Das ist dieses wunderschöne Schätzchen. Das kostet, meine ich, 30, 32 Euro. Ich war letztes Mal geschockt, weil das so wunderschön auf den. Das hat so einen Weichzeichner-Effekt. Das Puder ist so samtig. Ich liebe es. Ich hätte wahrscheinlich selber eins erreicht. Vielleicht auch nicht, weil es so teuer ist. Aber ich liebe es. Ich kann es euch echt ans Herz legen. Wenn ihr das mal euch auftragen lassen könnt, dann haut rein. Wenn ihr das mal irgendwo im Sale seht, nehmt es mit. Ihr könnt da wahrscheinlich nichts falsch machen. Jedenfalls funktioniert es so gut bei mir, dass ich da nichts falsch machen kann. Dann haben wir ein Get Pictures Ready. Das ist von Essence ein Long Lasting Compact Make-up. Das sieht so aus. Ich will das einfach dieses Jahr aufbrauchen, weil ich das nicht meine liebste Konsistenz ist vom Make-up. Hier unten war auch ein Schwamm. Ich weiß es nicht, ob es noch in der Drogerie vorhanden ist. Ich mag es nicht. Im Sommer, also jetzt die letzten paar Tage, hatte ich das öfters mal drauf und da hat es sehr gut funktioniert. Die 20 Matt Nude. Ich finde, es ist eigentlich ein schnelles Produkt, was man aber am besten mit den Fingern aufträgt, wegen der Wärme. Und ich finde auch, dass es besser mit dem Pinsel als mit dem Beauty Blender funktioniert. Also ich trage es großflächig mit dem Pinsel auf. Und zwar so einen rundgebundenen. Ich sehe jetzt gerade gar keinen rundgebundenen. Doch, da. Zum Beispiel den von Zoeva, den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist die 102 Silk Finish. Damit funktioniert das sehr gut, weil das wärmt sich irgendwie miteinander auf. Funktioniert super, super klasse. Dann haben wir noch ein Neutrogena Compact Powder in 02 Beige. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, ob ich in Afrika mich sonnen werde oder weiß ich. Es ist so dunkel, ich versuche es schon seit einigen Wochen leer zu machen, aber ich glaube, das gelingt mir dieses Jahr wieder nicht, denn ich bin gar nicht so dunkel. Also wenn es nächstes Jahr noch da ist, dann fliegt es raus, Mann. Also nächsten Sommer muss ich sofort mit den Neutrogena und mit dem Make-up, Puder und Make-up zweifach anwendbar und wirkt gegen Pickel. Ja, das war früher der Hit Nummer, weiß ich, in Vanilla. Das war der Shit überhaupt, das Kompaktpowder zu haben, weil das einfach super gedeckt hat. Waren 11 Gramm drin, 78 Rose Beige. Ich weiß nicht, was ich mir damals bei Rose Beige gedacht habe. Es ist auch noch Rosé, es ist gar nicht mein Unterton. Ich muss sagen, ich habe meinen Unterton lange nicht gewusst oder lange nicht herausgefunden, weil ich eben so Rötungen habe und immer gedacht habe, dann bin ich rosa. Aber ich bin so gelb, also man sieht einfach, dass ich ein gelber Hauttyp bin. Auch wenn ich eine Bräune annehme, habe ich immer so ein Gelb-Oliv-Unterton. Also etwas, was in der Drogerie sehr schwer zu finden ist. Und da weiß ich mir auch nicht, was ich gedacht habe. Ich finde die Deckkraft toll. In einer anderen Farbe vielleicht. Auch dieses werde ich nächstes Jahr probieren, alle zu machen. Ich denke nicht, dass ich dieses Jahr schaffe, weil der Sommer ist rum. Außer ich gehe jetzt 45 Minuten ins Solarium. Vielleicht dann. Dann haben wir von Sleek immer noch den kleinen Scheißerchen hier. Das ist das Face Contour Kit. Ja, da habe ich ein größeres Hittepan erreicht dieses Jahr, wie zum letzten. Ich glaube, zum letzten war nur so minimales. Das war ja in meinem Projekt Hittepan und ich habe fast zu allen Produkten übrigens ein Hittepan geschafft. Dann haben wir Art Deco. Das ist eine Camouflage. Die wollte ich einfach leer machen, weil sie schon sehr alt ist. Aber die hilft gegen Pickel. Heute habe ich zum Beispiel gar nichts großartig abgedeckt. Hätte ich vielleicht Full Coverage machen sollen, aber ich mag ja gerne Haut-Haut, wenn Haut-Haut ist. Ja, hier hätte ich was abdecken können, hier. Aber ich habe so ein BB-Cream benutzt. Ich finde, das ist dann unpassend. Deswegen, ich wollte euch die BB-Cream mal vorstellen. Deswegen, ja.
Dann habe ich da gar kein Hinterpen. Dann haben wir Oh So Blush Cream to Powder von Essence. Das ist ja auch aus dem Sortiment gegangen. Wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr vielleicht das kleine Fännchen da. Mini. Ja, ich habe es geliebt mit einem Stippling Brush aufgetragen. Wobei Stippling Blush öfters mal daneben gegangen ist, wenn dann sowas oder eher was Festgebundenes. Ja, dann, ich zeige euch mal irgendwas, was fester gebunden ist. Also nicht so putrig, nicht für putrige, ich finde gerade gar nichts. Ja, dann wieder so ein Silk-Finish, weil da konnte man das Produkt leicht auftragen und dann schön einpressen, weil sobald man Stippling Brush benutzt hat, hatte man so Schlieren und das hat mir gar nicht gefallen. Und das ist wirklich wunderschön. Ich kann es euch mal swatchen. Das hat so einen leichten, also wenn man ganz genau hinschaut, ich weiß nicht natürlich, ob meine Kamera das einfängt, aber so einen ganz leichten Lila-Ton wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fängt sie das nicht an, aber das sah unheimlich frisch aus. Das hatte ich damals immer benutzt, wenn ich ins Fitness gegangen bin und davor einen Termin hatte. Dann war das nicht so eine, oh, voll aufgesetzt, sondern ich sah so frisch aus, als wäre ich gerade ja, aus dem Urlaub gekommen. Genau, dann haben wir noch ein Hi-Teat Super Shock Shadow hier von Colourpop. Die Schrift ist auch schon abgegangen. Ich habe das irgendwo mal gekauft. Das war auch in so einem Paket. Das sieht so aus. Und das habe ich immer im Innenwinkel benutzt. Ich finde das auch eine sehr, sehr schöne Farbe im Innenwinkel von Ina. Ja, von mir. Ich fand es schön. Ich liebe, wenn der Innenwinkel gehighlightet ist. Da sieht man immer so freshmatic aus. Wenn ihr Bock habt, mache ich auch so einen schnellen Alltagslook. Also wirklich schnell. Was heißt ich? 5, 6 Minuten, wo man wirklich nur das Nötigste macht, was ich gemacht habe, um zum Beispiel doch ins Fitness zu gehen, wenn ich mich unwohl gefühlt habe und so und aber trotzdem nichts auf dem Gesicht hatte, sozusagen. Wenn ihr da Bock habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, gerade so Mami-Make-up. Dann habe ich eine Lip Butter. Ja, da quäle ich mich auch schon seit Wochen mit. Ja, das sieht so aus. Hier ist noch ein bisschen was von so einem Pot. Ich wollte das zusammenwürfeln, weil ich hasse es, 10.000 Pots zu haben. Dann mache ich mir lieber was drauf auf die Lippen. Das ist übrigens von Essence und das ist die Lip Butter. Da habe ich auch einen Hittepen erreicht. Aber ja, mag ich nicht so die Pot-Geschichten. Es ist mir zu viel Schmierkram. Ich mag nichts auf meinen Händen haben. Ich habe immer so einen Lappen hier. Dann haben wir ein Eyebrow-Set von Catrice. Das habe ich schon sehr lange. Also bis man so ein Hittepen im Eyebrow-Kit hat, dauert sehr lange. Ich male zum Beispiel gerne meine Augenbrauen nach mit einem Stift. Zum Beispiel den von Catrice. Wenn ich den auf die Schnelle finde. Von Catrice Date with Ashton. Da ist er. Ich habe nämlich gerade den Look mit euch zusammen geschminkt. Den hier. Und dann fülle ich noch hinten, einfach weil ich da mehrere Lücken habe. Oder auch weil ich jetzt so eine Pickelgeschichte da in der Augenbraue habe. Da mag ich nicht mit dem Stift lang, weil das kratzt ja nur alles auf, sondern mache das einfach mit dem Puder. Und da benutze ich sehr, sehr gerne jetzt zum Beispiel für Großarbeiten hier diesen. Das ist jetzt von Zoeva, der Soft Paint Liner. Das funktioniert sehr gut. Also mag ich sehr, sehr gerne. Und das Augenbrauen-Set gibt es eben nur in einer Farbe. Und ich würde es mir tatsächlich nachkaufen, weil ich es einfach so schick finde. Ne? Ich finde das schick, dass hier noch eine Pinzette und so ein kleines Travel-Kit einfach drin ist. Benutze ich nie, aber es ist halt dabei und es kann ja nicht schaden. Ne? Dann auch letztes Jahr in meinem Projekt, also Hit the Pen, war hier das Vanilla Sugar von Essence, ein gebackener Lidschatten. Ihr seht, ich habe die Pfanne schon erreicht. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ewig und 3 Tage. Guten Morgen, mein Schatz. Und ein... Mama, Gesundheit. Ich komme gleich, okay? Dann habe ich von Kiko ein Lidschatten in der 130. Da habe ich auch schon länger. Das wollte ich ja komplett aufbrauchen. Ja, ein Hittepen habe ich geschafft, wie ihr seht, weil ich es großzügig mit einem großen Pinsel aufgetragen habe. Das habe ich bei Essence auch dann irgendwann gemacht, weil ich immer gerne das unbewegliche Lid damit hätte, damit einfach die Lidschatten besser verblendbar sind. Bei manchen Lidschatten, so wie die mit den Colourpop, habe ich das jetzt heute nicht gemacht, aber es funktioniert ass rein. Ja, ist ein solides Produkt. Ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist das schlechteste
Produkt, was ich habe im Beige-Ton, das ist eigentlich wurscht, was man nimmt. Am besten nimmt man etwas, was nicht zudeckend ist, weil sonst hat man so einen weißen Balken oben und das mag ich zum Beispiel persönlich nicht ganz so bei allen Looks. Dann habe ich auch im Blush hier ein Hittepan erreicht, I Want Candy in der Farbe Love. Das ist so ein Rose Gold und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Manchmal habe ich sogar den Creme-Lidschatten damit ein bisschen getoppt, weil der so ein bisschen Spiel drin hat. Das mag ich sehr gerne. Kann ich euch auch empfehlen. Kostet ein paar Euro. Bei iHeart Make-up, glaube ich, ist es. Mag ich sehr gerne, wie gesagt. Dann haben wir noch ein letztes Produkt. Bronzer. Ja, das ist ein Riesenteil. Das ist sehr, sehr schwer. Auch das habe ich einige Jahre. Das habe ich vom Woolworth. Mal, da gab es dieses Infinity, das war so ein bisschen an Essence angehaucht. Ich fand auch den Schimmer sehr schön, hat jetzt nicht unnötig Poren betont oder irgendwas betont, deswegen fand ich ihn ganz gut. Und diese Böppels, die da drauf sind, ist der Wimperkleber, weil ich immer da meine Wimpern drauf geklebt habe, wenn ich welche drauf gemacht habe. Genau, das wären jetzt sozusagen meine Hittepans. Habt ihr Hittepans-Video? Gerne in die Infobox, gerne auch getaggt fühlen, weil ich liebe diese Hittepans-Videos. Ja, schaut auch gerne bei der Niki vorbei, die hat auch ein Hittepan-Video. Ich verlinke sie unten mal in der Infobox, wenn ich dran denke, auch im i. Infobox geht schneller. Ciao, ihr Lieben!